Hallo und herzlich willkommen bei Volksfreund TV. Die Themen des Tages aus der Region im Überblick. Happy Mosel, Radeln und Skaten auf autofreien Straßen. Das Ende der Wanderschaft. Volles Zelt beim Oosburger Dorf- und Heimatfest. Freie Fahrt auf der Mosel-Weinstraße. Knapp 86.000 Menschen waren am Sonntag am Erlebnistag Happy Mosel zwischen Schweich und Cochem per Pedes, Fahrrad oder Inlineskates unterwegs. Wegen des unbeständigen Wetters ging die Zahl der Teilnehmer zwar zurück, doch die Radler ließen sich die gute Laune nicht verderben. Die Muskeln durften arbeiten, Augen und Gaumen genießen. Knapp 86.000 Menschen waren am Sonntag bei Happy Mosel unterwegs. Von 9 Uhr an gab es für Autos zwischen Schweich und Cochem kein Durchkommen. Freie Fahrt hieß es dagegen für alle, die das Moselpanorama ohne Abgase und Motorenlärm auskosten wollten. Regenschauer versalzten die Freude allerdings hin und wieder. Im Vergleich zum Vorjahr wagten sich daher deutlich weniger Menschen auf die Moselweinstraße. 2007 hatte die Polizei 130.000 Teilnehmer gezählt, 44.000 mehr als gestern, schätzte die Polizei in Wittlich. Die gute Nachricht, es ereigneten sich bis zum späten Nachmittag keine größeren Unfälle. Und auch die Sanitätsdienste hatten wenig Arbeit durch Stürze oder Insektenstiche. Von Enkirch über Bernkastel-Kues bis Schweich hatten sich die Moselorte für die Besucher in Schale geworfen. Bandauftritte gaben den Fahrradfahrern gute Laune mit auf den Weg, Wein und kulinarisches Vitamin- und Kalorienbomben die nötige Energie. Wer die Mosel hoch und hinunter schaute, dem bot sich sodann ein buntes Bild. Rostige und neue Räder, mit Fahnen oder Luftballons geschmückte Gefährte, Tandems oder gar rasende Mütter. Wer in einen Schauer geriet, fand meist schnell in Cafés oder Pavillons Zuflucht. Viele Radler und Skater waren schon früher Teilnehmer bei Happy Mosel. Und so ließen sie sich auch in diesem Jahr die Laune nicht verregnen. Die Kurzmeldungen des Tages. Die CDU-Spitzen der Kreise Bitburg-Prüm und Vulkaneifel haben am Sonntag in Daun ihr Verhandlungsergebnis zur geplanten Fusion der beiden Kreissparkassen vorgestellt. Das neu zu gründende Institut soll Eifelsparkasse Bitburg-Prüm-Daun-Vulkaneifel heißen. Die Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktionen Patrick Schnieder und Gordon Schnieder erklärten, den Kunden werde durch die Größe der fusionierten Sparkasse eine dauerhafte und sichere Präsenz in der Fläche geboten. Gestärkt werde auch die Arbeitsplatzsicherheit der Mitarbeiter. Da beide Kreise vergleichbare ländliche Strukturen im Bereich Landwirtschaft und Mittelstand einschließlich Fremdenverkehr aufwiesen, könne eine starke Eifelsparkasse diese noch besser betreuen und unterstützen, argumentierten die CDU-Vertreter. Die Vereinigung der beiden Sparkassen soll zum 1. September erfolgen. Hauptsitz soll Bitburg werden und Daun einen besonderen Direktionsstatus mit Sitz eines Vorstandsmitglieds erhalten. Über den Zusammenschluss der Kreissparkassen entscheiden die Kreistage zeitgleich am 16. Juni. Die CDU hat in beiden Kommunalparlamenten die absolute Mehrheit. Mainz-Trier. Der Umwelt- und Katastrophenschutzverein Trier darf auf seiner Versorgungsstation ab Mitte August nur noch 40 hilfsbedürftige Schwäne halten. Bis dahin sind alle dort noch untergebrachten, gesunden und in Freiheit lebensfähigen Tiere auszuwildern. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in einem Eilverfahren. Die Stadt Trier hatte im vergangenen Jahr die Station besichtigt und den Verein aufgefordert, nur noch 15 Tiere gleichzeitig zu halten. Dagegen hatte der Verein Widerspruch eingelegt. Das Oberverwaltungsgericht sieht keine Gefährdung des Tierschutzes bei einer Obergrenze von 40 Schwänen. Dies habe auch eine positive Beurteilung des Umweltministeriums ergeben. Wittlich. Nach einer Verfolgungsjagd ist der Polizei in Bernkastel-Kues ein 16 Jahre alter notorischer Rollerdieb ins Netz gegangen. Wie die Polizei in Wittlich am Montag mitteilte, wollte eine Streife einen Zweiradfahrer stoppen, der eine Straße in verbotener Richtung befuhr. Dieser ließ sich aber weder durch Blaulicht noch Martinshorn zum Anhalten bewegen, sondern raste mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde durch Fußgängeranlagen. Letztlich stürzte er und verschwand in einem Gebüsch, wo er aber aufgespürt werden konnte. Bei der Vernehmung gab der Polizei bekannter Straftäter noch mehrere Rollerdiebstähle zu.
2007 noch als Zeichen für die Konstantin-Ausstellung in Trier, nun als Denkmal für das römische Konz in der Sammoselstadt. Der Konstantinfuß, ein Geschenk des Landesmuseums, wurde auf dem Marktplatz neu aufgestellt. Der Fuß ist am Ziel. Vom Vorplatz des Trierer Hauptbahnhofs mit monatelanger Zwischenstation auf dem Platz vor der St. Nikolauskirche in Konz hat der Konstantinfuß nun seine Reise per Lkw bis zum Marktplatz am Rathausgut überstanden. Am Donnerstagnachmittag wurde der im April gefasste Beschluss des Bauausschusses umgesetzt, den Koloss als Zeichen für das römische Konz an prominenter Stelle zu präsentieren. In einer etwas mehr als einstündigen Aktion hat das tonnenschwere Wahrzeichen der Konstantin-Ausstellung in Trier nun sein neues Zuhause gefunden. Zwischen den zwei 3,50 Meter hohen Säulen neben dem Brunnen, die seit Anfang der 90er Jahre den Marktplatz zieren. Nur wenige Schaulustige verfolgten das Spektakel. Einige Mitglieder der Projektgruppe Marke Konz, die den Standort ins Gespräch gebracht hatten, und Bürgermeister Winfried Manns unterstützten die Männer vom städtischen Werkhof bei dem Balanceakt. Keine leichte Arbeit, war doch auch schon der Kran mitunter an seiner Belastungsgrenze. Millimeterarbeit wurde den Helfern und Maschinen abverlangt. Der Fuß soll zukünftig Treff- und Ausgangspunkt für den römischen Rundgang durch Konz sein, an dem die Projektgruppe Marke Konz im Rahmen der Konzer Stadtgespräche zusammen mit Lateinschülern des Gymnasiums Konz gerade arbeitet. Dass der Fuß nun auf dem Marktplatz steht, ist nicht im Sinne aller Konzer Bürger. Ich bin der Meinung, dass der Marktplatz nicht unbedingt der ganz ideale Standort für den Fuß ist, weil hier wenig römische Effekte sichtbar sind. Doch es gibt auch andere, die die Aktion befürworten. Und zwar passt es zum Stadtname Konz, eine kleine Ableitung und besser kann ich nicht sagen. Der römische Rundweg soll am 21. September beim ersten Konzer Römerfest seiner Bestimmung übergeben werden. Dem Oßburger Dorf- und Heimatfest bleibt auch in seiner 22. Auflage der Erfolg treu. Am Wochenende war das Festzelt wieder gut gefüllt. Nach einem mäßig besuchten Rockmusikauftakt am Freitag sorgte der Kölsche Abend am Samstag für den ersten Besucheransturm in der rund 2400 Einwohner zählenden Gemeinde im vorderen Hochwald. Auch beim Festabend am Sonntag freuten sich die Veranstalter über ein volles Zelt. Gestaltet wurde der Abend traditionell von den Oßburger Vereinen, die auch mit am Organisationstisch sitzen. Während die Jugend Abwechslung auf den Kirmesattraktionen vor dem Zelt suchte, sorgten drinnen der Musikverein Harmonie für Kurzweil, wobei er auch mit einer Gesangseinlage glänzte. Ebenfalls unterhielten das Jugendorchester, der Kirchenchor, ein örtlicher Gospelchor und Tanzgruppen. Schon früh am Nachmittag waren die Reihen im Zelt gut besetzt und Geselligkeit wurde großgeschrieben. Mit von der Partie auch die Vertreter der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik sowie die Ruwer Weinkönigin Isabel I. Den traditionellen großen Abschluss bildet am heutigen Montag der vom TV präsentierte SWR4 Schlagerabend Wir bei euch. In diesem Jahr mit Mara Kaiser, Toni Marschall und Peter Orloff. Der Sport wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Mit einem Sieg im letzten Saisonheimspiel am Samstag gegen Eintracht Bad Kreuznach kann Fußball-Oberligist Eintracht Trier die Qualifikation zur neuen Regionalliga sichern. Grundlage dafür sind einerseits der 3:1-Erfolg der Eintracht gegen Homburg und andererseits die gleichzeitigen Punktverluste von Saarbrücken und Worms. Gegen Homburg trafen für Trier Kevin Lacroix, Holm Henschke und Thorsten Wittek. Fußball. In der Region Trier wurden am Sonntagnachmittag viele Fans des 1. FC Kaiserslautern in Partylaune versetzt. Dank des Siegs gegen den 1. FC Köln hat der FCK doch noch den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga erreicht. Absteigen muss nun Kickers Offenbach. Die Hessen verloren ihr letztes Saisonspiel in Osnabrück. Die Niedersachsen mit dem Eifeler Andreas Schäfer in ihren Reihen sicherten sich damit auch den Klassenverbleib. Der Sport wurde Ihnen präsentiert von Bitburger. Soweit die Nachrichten von Volksfreund TV. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie morgen in Ihrem trierischen Volksfreund. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis morgen.